räumen ein bisschen auf. Ach, das Ding. Okay, dann lass mal gucken. Hier ist schon mal nichts zu sehen. Da ist noch eine rote Tür. Hoppala. Müssen wir da unten, müssen wir lang. Okay. Das hier ist ein Fahrstuhl. Guck mal, da sehe ich sogar, wo ich langgelaufen bin, oder? Na komm. Kurz checken. Hier kommen wir runter, ne? Aber da kommen wir nicht mehr darüber. Na komm, wir laufen mal den normalen Weg. Weil hier ist immer noch zu, ne? Ja. Verriegelt. Verriegelt. Müssen wir von der anderen Seite machen. So. Ich will nur mal kurz gucken. Ah ja, hier sind wir. Auf der Ebene. Da geht's dann weiter, da geht's rüber. Und hier und da. Und da geht's nicht weiter. Oder? Die Lage mal angucken hier. Ja, da müssen wir hin. Da müssen wir rein. Aber wie? Steht wieder die Armee bereit. Wie kommen wir darüber? Ne, da müssen wir hin. Das geht dann anscheinend nur von hier. Hier waren wir doch. Warum sind wir da nicht reingegangen? Verdammte Axt. Aber ja, doch, wir sind doch hier. Okay, okay. Pass auf. Halt. So. So. Ja, glaube ich. Glaubt ihr das nicht? Alter. Seid ihr stärker geworden? Wow, nicht fallen, nicht fallen. Nett, wir sind da drüben, sind wir durch. Da fahren wir doch. Was ist denn da los? So. So, rein da. Digga. Wollte ich auch gerade zu dir sagen. Das werden sie bereuen.
Ich oder du? Ja, genau, hier sind wir richtig. So, und den Fahrstuhl, den konnten wir nicht nehmen, der war nämlich nicht da. Jetzt ist er da. Na, oder wiege ich da falsch? Hä? Nee, ne? War das nur eine Abkürzung? Okay, wo wollen wir eigentlich hin? Ist eine gute Frage, ne? Wo fehlt denn da noch was? Was ist das? Offener Weg. Ja, ja. Okay, müssen irgendwo noch Geheimnisse sein, ne? Hier ist gar nicht so viel los. Ja, da geht's ja wieder raus, ne? Die Tür, die sich nicht öffnen ließ. Bis jetzt? Nein. 97,3. Hm. Fahren mal wieder runter. Irgendwas muss ja noch sein. Um auf 100% zu kommen. Ja, ah, genau, da sind wir dann durch. Und dann waren wir hier. Exakt. Irgendwas vergessen? Nein. Was ist da denn für eine Tür? Und da geht's nicht weiter. Jetzt kannst du mal da runter. Und dann da hinten hin. Was liegt hier denn? Katze? Nein. Oh, ein Druiden-Upgrade. Erhaltenes? Heißt, ich hab das schon. Komm. Wir gehen mal einfach weiter. Da war ja nichts, ne? Naja. Vor alles zu. Außer die da. So, genau. Da waren wir ja, glaube ich, schon am gucken. Genau, da haben wir das geholt. Ich wollte gerade sagen. Ha, Moonwalk. Halt, vorwärts aber. Egal. Hey. Oh. Ja, komm mal runter, Digga.
scanne dir ein. Was ist das, Kumpel? Ah. Ein Beep. Kopfgeldpuck. Mhm. Und? Nein, das hat nichts mit dem Fortschritt zu tun. Gucken wir mal. Ist eigentlich perfekt, um was zu verstecken, ne? Hier. Oben. Aber da haben wir schon geguckt, da ist nichts. Schöner Wurf, Schlag. Schlagwurf. Ach, guck mal. Hallo, Echo. Bitte, töte mich nicht! Warum nicht? Ihr habt versagt. Bort hatte ihr Speer eine Falle gestellt. Hat auch nichts zum Fortschritt beigetragen. So, Moment. Ihr habt mich hier von der Tür abgelenkt. Ich weiß, da waren wir auch schon drin, haben das Echo geholt, aber... Ne, sonst haben wir hier nichts. Ein toller Scanner, ist gar nicht angegangen. Moin, ihr Loser. Da, noch ein Echo. Snookalicious, einen wunderschönen guten Abend. So, Mission haben wir schon erledigt. Das war eine Sache von 20 Minuten. Jetzt gucken wir gerade, was wir hier noch an Reste aufsammeln können. Wäh. Sah übrigens wunderschön aus. Das letzte Level da, der letzte Planet. More Loot, exakt. Nenn mich Ludwig. Genau. Aua. So, haben wir noch ein Echo. Ah, da gibt's Punkte wie die Sau, ne? Sie hatten Angst vor mir. Klar. Michel Luther King, jawohl. Lude. Ich bin ein Lude. Hä? Wo geht's denn rein? Waren wir da auch schon? Ach ja. Das Zimmerchen. Oh, was da Echos rumliegen auf einmal, ne? Das war nicht die Abmachung. Ich habe Ihnen die Position von Sir Jandas Versteck geschickt. Abmachungen ändern sich. Außerdem will ich nicht, dass Sie abgelenkt sind. Nennen Sie es einen Notfallplan. Ich bin sicher, Sie verstehen. Schlafst du mal zu? Mistkerl. Beruhigen Sie sich. Okay. Wenn Sie mir Sir Janda ausliefern, verrate ich Ihnen, welcher Inquisitor Ihre Frau getötet hat. Falls nicht, töte ich Sie eigenhändig. Genau. Ja, da geht's ja aber nirgendwo hin. Was haben wir jetzt? Immer noch 97,3. Da ist nichts zum Einsammeln. Was soll ich denn?
Was? Na, ihr Loser. Oh, okay. So nicht. So nicht. Nee, wie war das? So. Lass mich. Oh, nutze die dunkle Macht. Oh. Das klang eben wie im Bruce Lee-Film, wo sie im Kolosseum sind, wo er gegen Chuck Norris kämpft. So, kurz mal die Lage checken. Doch langsam. Na, eigentlich ist hier auch nichts. Da geht's dann wieder hoch. Das kann es nicht. Eieiei. Du musst öfter hier sein. Da lernt man fürs Leben. Wo könnte noch irgendwas versteckt sein? Ja, hier ist noch ein Echo. Nehmen wir mit für die Punkte. Es ist lange her, seit wir der Republik gedient haben. Ich dachte, sie wären tot. Was soll ich sagen? Sie haben mich gut ausgebildet. Vielleicht zu gut. Was kann ich für Sie tun, bevor ich die Wachen rufe? Nichts für mich. Aber ich habe jetzt eine Tochter. Und falls ihr sie beschützen könnt, lautet die Frage, was kann ich für Sie tun? Moin. Oh, ja. Der ist viel stärker mit der bösen Macht. Ah, da habe ich das Ding ausgeschaltet. Da oben war ja nichts mehr, ne? Lass mal kurz gucken. Ich glaube, ich habe noch nie einen Bruce Lee-Film komplett gesehen. Was? Ehrlich? Alter, die sind so geil. Damit bin ich aufgewachsen. Das war mein Leben. Hä? Ist das wieder die Brücke? Sieht so aus, ne? Ja. Das ist die Brücke. The Bridge over Troubled Water. Hey, Bruce Lee-Filme sind super. Vor allem auch die Background-Stories dazu. Ne, wenn du Bruce Lee mal aus Versehen jemanden getroffen hat, wie Chuck Norris, und ihm dabei das Bein gebrochen hat und ein paar Rippen. Oder bei die Todeskralle. Ist das? Ne, nicht die Todeskralle. Doch, ich glaube die Todeskralle. Ne. Ja, auf jeden Fall. Oh, hallo? Auf jeden Fall der, wo er in der Gosse hinten mit den Nunchakus rumspielt. Der war ja unglaublich schnell mit den Dingern. Und der war so schnell, dass die Szene nochmal neu drehen mussten. Wobei sich Bruce Lee dann quasi in Zeitlupe bewegt hat. Weil die Kamera die Schnelligkeit nicht einfangen konnte. Ne, 24 Bilder pro Sekunde damals. Da gibt es ein Interview mit dem Produzenten, wo er sagt, da guckst du das Filmmaterial an, Bruce Lee steht einfach und die Gegner fallen um, als hätte sich Bruce Lee gar nicht bewegt. Dabei hat er da rumgemacht wie sonst irgendwas, aber halt zu schnell. Das ist schon krass, ne? Ja, da waren wir doch überall schon. War schon ein kranker Dude. Aber auch nicht ganz sauber im Kopf teilweise. Ja, klar. Das war ein Straßenkämpfer, der dann die Möglichkeit gekriegt hat, da Filme zu machen. Der war durch. Absolut.
Ah, waren da nicht an diversen Stellen so rote Kisten noch, die wir nicht öffnen konnten? Na, guck mal, da unten ist noch ein Echo. Vielleicht sind das die restlichen Prozent. Ah. Massaker. Ah ja. Das steht. Na komm, dann gehen wir da mal rüber. So wie gewünscht. Systeme fallen aus. Hacken. Alter, du wirst hacken. Komm. Tschüss. Hihi. Genau so mache ich das. Ja, also die Echos sind also voll für den Arsch tatsächlich. Alter, was ist mit dir da oben? Wie geht das noch? Warte. Okay, komm. Was ist falsch mit dir? Ja, das ist... Zu. Wozu da hoch? Da kann man doch auch ganz normal über den Fahrstuhl gehen. Oh. Hier ist dicht. Okay, dann hier lang. Also ich weiß ja nicht. Ja. Ich muss mich konzentrieren. Genau. Mal eben kurz Fähigkeitspunkte benutzen. Ja, und dann sind wir schon wieder überall durchgerannt, ne? Auf dem Planeten hier. Merkwürdig. So. Macht. Telekinese. Komm, machen wir einfach. Das ist auch noch ein Teil, ein Echo. Sieht nicht so aus, als gäbe es Überlebende. Und der Jedi? Keine Spur von ihm. Jedi Wett, der ist weg. Da ist nix. 97,3. Okay. Da auch nicht. Was ist denn hier? Kommen wir gar nicht rein. Hey. Kannst du einen alten Mann nicht schlagen? Oh, aber... Mein Energielevel ist gar nicht so gut, ne? So. So, who's next? Keiner. Okay. Wo könnte hier noch was versteckt sein? Eher nicht.
Oder muss ich da erst wieder ein Gerücht freischalten, dass ich da was finden kann? Rufen wir mal den Fahrstuhl. Ja, nach oben bitte. Ja, weil ich frag mich echt, wir waren jetzt wieder überall. Also überall. Wo zum Geier sollen hier noch 2,7% versteckt sein? Da haben wir überall schon geguckt. Da haben wir überall schon geguckt. Ja, dann fliegen wir auf den nächsten Planeten. Gucken wir, was da abgeht. Vielleicht müssen wir tatsächlich erst Gerüchte freischalten. Wisst ihr von irgendwelchen Gerüchten? Weißt du, Kerl, gerade als ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer kommen. Eine ISB-Basis ernsthaft? Glaub mir, Grease, ich bin auch nicht gerade begeistert, hier zu sein. Ich weiß. Ich bin nur etwas gereizt. Außerdem hast du die Inquisitorenfestung nicht gesehen. Also das ist mal eine imperiale Basis. Tja, nein, danke. Wie hast du Marin kennengelernt? Ich habe ihren Heimatplaneten besucht, als ich auf der Suche nach etwas war. Sie mag dich. Anfangs nicht. Ich denke, die Leute Anfangs haben Angst vor ihr. Anfangs war sie ein Zwischengegner. Und du? Nein, ich mag Bossfight. Sie. Ich mag sie. Ist sie da? Marin! Wo treibt sie sich wieder rum? Bett ist auch nicht. Ai. Okay. Achso, die steht ja draußen vor der Tür, ne? Irgendwohin müssen wir gehen. Ja. Komm dann. Gerücht. Erkunde die Kammer der Hohen Republik im Wald. Okay. Kobo. Kata, du wirst Kobo lieben. Wie ist das so? Viele Wasserfälle. Alles Mögliche wächst dort. Es ist toll. Vergiss nicht Pailun Saloon. Schön. Gibt es Musik? Ja, und sie erfüllen gerne Wünsche. Okay. Ich hoffe, sie haben Tranuschanischen Funk. Den mag ich am liebsten. Von Daft Punk. Ja komm, lad schneller. Hier spricht Captain Dryders. Bitte hinsetzen, damit wir landen können.